Ja, und somit ein ganz herzliches Moin Moin, liebe Sportsfreunde, zum Spengler Cup 2019. Weihnachten, Neujahr, das ist das Fest vom Hockey, das ist das Fest vom Spengler Cup. Wir spielen hier mit dem Heimteam HC Davos gegen Team Kanada. Das ist der Klassiker vom Spengler Cup. Und ja, der Spielplan ist leider im neuen Modus vom Spengler Cup nicht ganz so einfach. Das macht es für uns YouTuber auch nicht ganz einfach, das Spiel vorhersagen. Dementsprechend habe ich die ersten zwei Spiele voraufgenommen. Das heisst, ich werde auch nicht auf eure Fragen eingehen können in den ersten zwei Spielen, aber dann anschliessend mit Hashtag Frage und deiner Frage an mich und an die Community kannst du eine Frage für die kommenden Let's Play stellen. Eine von deinen Fragen wäre Hashtag Frage. Glaubst du, Davos kommt unter die ersten vier Teams? Das ist jetzt natürlich auf CESO bezogen und ich muss da ganz ehrlich sagen, ja, ich glaube dran. Wenn Davoser Verletzungspech nicht hat, wenn alle Ausländer durchspielen können, dann würden sie es schaffen unter die ersten vier. Glauben aber, wenn das Verletzungspech so weitergeht, der ein oder andere Ausländer ausfallen wird, dann werden sie es im Playoff schaffen, aber wahrscheinlich auch nicht über die erste Runde raus. Für das ist einfach die Tiefe im Kader noch nicht so gegeben. Ich hoffe, ich konnte deine Frage können beantworten. Sag mal, was, oder schreibe unten rein, was denken ihr, wo wird der Davos landen in der Saison? Und wenn du eine Frage hast, Hashtag Frage. Und dann Frage an mich und an die Community. So, bei uns heute Sandro Eschlimann im Goal, der Corvi am Bulli. Der Klassiker Team Kanada gegen Davos ist losiert für mich zum zweiten, nachdem die erste Aufnahme flöten gegangen ist. Versuche ich es jetzt nochmal. Alle guten Dinge sind zwei, hoffentlich. Und ein Spiel, wo ich hoffe auf Augenhöhe sein wird, hoffe nur halb so spannend wie die erste Partie. Und dann werden wir eine riesen Freude haben, da im Klassiker Team Kanada gegen Davos. Wichtig da natürlich von Anfang an den Tarif durchzugehen und die Kanadier dürfen halt nicht zu viel Chancen holen. Tedenby, Corvi, gute Möglichkeit da von Davos, die Scheibe laufen lassen, wenig Fehlpass. Ja, genau so will ich sagen. Noch zusätzlich Kanadier sehr, sehr aggressiv und gut im Vorchecken. Tedenby bleibt da in Scheibenbesitz. Macht es gut. Scheibe aufs Goal bringen und dann hoffen, was passiert. Ambühl. Wow. Eschlimann. Da stehen sie sich noch im Weg. Das ist nie gut. Für das haben wir dann den Eschlimann. Fans sind bereit. Sowohl der Davoser Seite wie auch kanadische Seite. 5 gegen 4 startet das zweite Drittel. 0-0 steht es aktuell noch. Beide Teams haben sehr, sehr gute Chancen gehabt. Noch ein bisschen ungenau. Aber der Villa von beiden Teams ist da, es ist hart umkämpft, es wird um jeden Meter gefightet, so wie erwartet. Ebbet. Gutes Vorchecken und wir haben hinten einfach einen Eschlimann momentan, der parat ist. Verteidigung pennt zum Teil noch ein bisschen. Oh, danke Eschlimann. Oh, wieder Eschlimann und nochmal Eschlimann. So, Tedenby. Counter Tedenby. Da stehen Kanadier gut. Raumen geht alles weg, aber wir spielen hier auch ein bisschen auf Zeit. Und können uns sogar noch einen Strafe herausarbeiten. Wieder ein Strafe. Das müsste jetzt ein 5 gegen 3 sein. Jawohl, 5 gegen 3. Doppeltes Powerplay für den HC Davos. Kanada hat hier seine Emotionen gerade einen kurzen Moment nicht unter Kontrolle gehabt. Weisser Bader Ambühl. Versuch Nummer 2 hier in dem Powerplay was zu machen. Dubois, jetzt stehen sie sich gegenseitig noch im Weg. Bühli hat es zwar noch gut gemeint. Dubois, jetzt ins Slot. Na, was macht der Weisser? Wo steht der? Meine Güte. Brothers stehen ein bisschen neben sich, bis auf den Angriff. 1-0. Dank dem Weisser. Sein Fehler von vorhin hat er wieder gut gemacht. Dino Weisser. Wunderschön. Das muss man ihm einfach lassen. Wunderschön oben aufzirkeln. Wams. Einzelaktion, Spitzenklasse, individuelle Klasse. Davos führt das Spiel. Davos is gonna head by one to face off deep inside the offensive zone.
Oh, gut dazwischen. Und wieder der Eschlimann. Grazie, Fitsch. Und jetzt der Wusser wieder mit einem Konter. Da sind wir stark. Und da ist es 2-0. Schiri sagt zwar, kein Goal. Kickbewegung oder Torum Offside? Ja, Torum Offside. Der Linke hat den Goal behindert, aber eigentlich hat er nichts mit dem Goal zu tun gehabt. Er hat ihn vielleicht weggeschoben, Herzog. Bin gespannt. Gibt ihm wirklich kein Goal? Schiri hat es auch gerade gesagt. Ich hätte es mir jetzt gegeben, es war jetzt nicht wirklich direkt eine Goalie-Behinderung. Naja. Was, das gibt eine Strafe? Für was? Schiri, das jetzt fühle ich mich jetzt wirklich ein bisschen ungerecht behandelt, nachdem dass wir das 2-0 nicht bekommen haben, dass eine Strafe gegeben. Also, lieber Schiri, das kannst du nicht bringen. Anstatt 2-0 steht es jetzt 1-0 und Powerplay Kanada. Aber mit Einsatz versuchen wir das wieder auszubügeln. Ja, keine Chance. 1-1, dank dem Schiedsrichter, Fehlentscheidung. Wir müssen es so hinnehmen. Ich finde es ja immer unsportlich, die Leistung von einem Schiedsrichter zu kritisieren. Macht man nicht. Aber das war jetzt doch ein Doppelschwinter, den wir gekriegt haben, nachdem das 2-0 nicht gezählt hat. Powerplay Kanada, und die nutzen das gnadenlos aus. Es könnte jetzt die Wende sein in dem Spiel, wo wir uns nicht erhofft haben. Ich kann sagen, das erste Spiel ist 2-0 ausgegangen für uns. So, Tedenby, das macht er super, Tedenby. Zum 2-1. Matthias Tedenby macht's, jawohl. Super. 2-1. Bieksa. Bieksa ist ja Spieler von den Vancouver Canucks. Ich habe sogar noch ich glaube, es ist von ihm. Eine Tasse daheim. Denn in jedem Heimspiel von den Vancouver Canucks gibt es jeweils, wenn man irgendwas zu essen holt, so einen Trinkbecher. Und in diesem Trinkbecher ist jeweils ein unterschiedlicher Spieler drauf. Und ich glaube, ich habe sogar noch vom Bieksa eine Tasse. Oh, da ist das 3-1. Wow, so ein bisschen aus dem Nichts. Erzähle ich da ein bisschen von der Vergangenheit. Und da Matthias Tedenby mit dem Slapshot zum 3-1. Ja, das nehmen wir. Der ist aber haarscharf richtig gestochen gekommen. Wumms. In Sonic. Keine Chance. Ja, dann zurück. Wie gesagt, so ein Trinkbecher gibt es immer, wenn man irgendwas zu essen holt. Und dort ist in jedem Spiel und jedem Match ein anderer Spieler drauf. Und bei mir ist, glaube ich, noch der Bieksa drauf. Ein klasse Spieler. Hat viel für die Vancouver Canucks gemacht. Und jetzt hier im Springer Cup mit dabei. Kann aber das 3-1 auch nicht verhindern. Oh, Ebet. Oh, wir haben halt einen Eschlimann, der wirklich parat ist. Standing Ovation fürs letzte Drittel. Oder zumindest mal das dritte Drittel. 14-14 Schuss, 3-1 Führung für den HC Davosen, alles andere als unverdient. Das muss man jetzt einfach so akzeptieren. Nach dem 2-0, wo uns aberkannt worden ist, schnell das 1-1 von der Kanadier. Nach einer Strafe, wo ich auch nicht wirklich eine Strafe gedient habe, die haben wir uns wieder zurückgekämpft, absolut Moral zeigt und die Führung geht absolut in Ordnung so far. Tedenby, wieder er, der sich auf den Weg macht. Schafft er den Hattrick? Gut gemacht von Tedenby. Immer noch Tedenby. Der kreist sich da durch. Kanadier wissen nicht, wie er bremst. Und dann geht er den Zuckerpass zum Enzo Garvey. Und jetzt kann der Schiri auch nicht mehr sagen. No goal. Ganz klar drin gewesen. Wunderbar. Aber noch schöner die Vorarbeit von Tedenby. Wow. Wie schön wir dort Kanadier auszirkeln. 4-1. Aber aufsässig. Nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Kanadier haben noch 30 Sekunden Zeit. Das Spiel wird am Davoser gehen. Bühli kämpft sich da noch durch. Bühli mit der letzten Reserve. Pass ins Slot. Und da ist es 5-1. Der Wieser. Mark Wieser ist glaube ich sogar gewesen. Mit dem 5-1. Wunderschön.
Nein, der Dino. Dino zum Zweiten. Aber der Woser kaltblütig, schöne Konter, spielen kreativ und spielt das vor allem sehr clever. Und wir haben einen Einzelspieler hin, der wirklich. Ah, jetzt das Goal noch kassiert. Das tut natürlich weh. Schade für den Eschlimann. Kanadier haben das Goal natürlich auch verdient. ...5:2 macht natürlich am Sieg nichts aus. Vielleicht sogar noch 6:2. Wir versuchen es zumindest noch. Da wird gekämpft bis zur letzten Sekunde. Davos gewinnt der Klassiker gegen Team Kanada mit 5:2. Und falls du das Let's Play möchtest du unterstützen, dann lass doch ein Like da, schreib doch irgendeinen positiven Kommentar oder in den Videokommentar. Was denken ihr, wer wird das Spiel machen und wer wird da Springer Cup 2019 gewinnen? Danke vielmals fürs Zuschauen. Denkt daran, Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Partie vom HC Davos. Bis zum nächsten Video, euer Pico. Tschüss.